Das Spezielle in unserem Haus ist, dass unsere Leute im Haus hier auch ein zweites Wohnzimmer haben, wo sie sich treffen. Sie haben Auswahlmenüs zwischen Menü 1, Menü 2, ein Wochenhit. Wir kochen für Leute, die Diätverordnung haben, die pürierte Kost haben oder glutenfrei, laktosefrei. Das ist unser Anspruch an unsere Gäste. Viele denken, dass man im Restaurant immer weich kocht im Altersheim oder im Pflegeheim. Es ist nicht so. Jeder hat seine eigenen Ansprüche. Die meisten möchten doch schon noch al dente Kost essen und nicht weiche kocht und so abgeschoben als alte Leute. Sie möchten schon am Leben teilhaben bei uns. Grundsätzlich ist das Lokal für unsere Wohnungsgäste und Pflegegäste sowie für Leute außerhalb, die gerne zu uns kommen möchten oder Gäste von unseren Bewohnern aus den Wohnungen oder aus der Pflege, die dürfen ja auch essen. Sie können Geburtstage feiern, sie können Anlässe privater Natur machen am Abend. Jeder Gast in unserem Haus hat seine eigene Biografie, seine Geschichte. Wir haben einen Menüplan und im Menüplan hat es ein Sternchen dran. Das heißt, dass die Leute in der Pflege oder im Restaurant wissen, dass es ein Wunschessen ist von den Leuten, die sich speziell mal was wünschen, zum Beispiel Bündner Kabuns. Da ist ein Sternchen dran, dann sehen sie, aha, das ist ein Wunschessen von jemand. Das ist dann unser Steckenpferd, oder?